Ein herzliches Willkommen zu unserer Geschichte der Reformation. Die großen fünf. Heute unser Thema: der Reichstag zu Worms 1521. Nun, was ist ein Reichstag? Da kommen die mächtigsten Fürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in einer Stadt zusammen. Aber dieser Reichstag war insofern speziell, weil gerade ein neuer Kaiser gewählt worden war. Und es war der erste Reichstag mit diesem neuen Kaiser. Und der war noch sehr jung. Der war erst 21. Und alle Fürsten kamen da, denn jeder wollte den neuen Kaiser kennenlernen und sehen. Und das hat die Sache spannend gemacht. Es kamen auch wichtige Persönlichkeiten aus Nachbarstaaten, um den neuen Kaiser kennenzulernen. Denn früher gab es ja nicht diese Möglichkeiten wie heute, nicht? Wenn da irgendwo ein neues Staatsoberhaupt angelobt wird, dann sind schon die Kameraleute dort und dann wird es gefilmt und du kannst es sofort miterleben. Früher, da musstest du dorthin reisen, an Ort und Stelle sein, damit du dieses Gesicht siehst. So war also dieser Reichstag ein ganz besonderer, und ein neuer Reichstag mit einem neuen Kaiser fand immer in der wichtigsten Stadt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation statt, nämlich in Nürnberg. Wieso war der dann in Worms, dieser erste Reichstag? Wo Nürnberg immer die Nummer eins war für den ersten Reichstag? In Nürnberg grassierte die Pest. Oh, da flohen sie. Das war etwas, wo sich zeigte, dass sie weit, weit weg wollen von Nürnberg. Und so sind sie von Nürnberg hinüber über den Rhein, quer durch Deutschland, nach Worms. Und so kommt also Worms zu dieser Würde, den ersten Reichstag für den neuen Kaiser Karl V. abhalten zu dürfen. Und es war ein Reichstag, der in die Geschichte einging. Da hat man über alles Mögliche natürlich beraten, und mit einem neuen Kaiser ist das ja sehr spannend, Themen jede Menge. Und ein Thema: Martin Luther. Die waren schon einige Monate beisammen, als schließlich Martin Luther auftauchte. Ja, dieser Streit, ob er überhaupt kommen darf oder nicht, der ging über Wochen. Und zwar war das so: der Kurfürst Friedrich der Weise, der also über dieses braune Gebiet hier, das Kurfürstentum Sachsen, herrscht, der wollte, dass sein Untertan zu diesem Reichstag eingeladen wird. Er hat sich an den Kaiser gewandt, zugesagt. Davon erfährt der Papst in Rom und sagt: ist ja unmöglich. Man kann doch nicht einen, der aus der Kirche ausgeschlossen worden ist, das war kurz vorher geschehen, im Dezember 1520, man kann doch nicht einen, der exkommuniziert worden ist, der ein Kind der Hölle ist in den Augen des Papstes, der kann doch nicht zu einem Reichstag, wo die Mächtigsten des Landes eingeladen sind, auch eingeladen werden. Das ist wie wenn du einen Schwerverbrecher in die Regierung hineinholst, dass er dort was sagen darf. Also so geht's nicht. Ja, wurde wieder ausgeladen. Der Kurfürst meldet sich wieder, sagt: wieso ist er wieder ausgeladen? Als die Kaiserwahl war, war der Kurfürst zuerst gewählt worden als Kaiser. Der Kurfürst von Sachsen, der hat aber abgelehnt, und dadurch kam erst Karl V. zum Zug. Hätte der Kurfürst nicht abgelehnt, wäre auch Karl V. nie Kaiser geworden. Also sagt der Kurfürst: da gibt es noch was zu begleichen. Das heißt, hier muss noch etwas geschehen. Er wurde halt wieder eingeladen, und so ging das hin und her, und letztlich kam der Kompromiss zustande: er darf kommen, um zu widerrufen, also um zurückzurudern,
damit allen klar ist, alles, was Luther bisher gesagt hat, wird ab jetzt wieder ins Gegenteil verkehrt werden. Also wird nur eingeladen, damit er wieder das Ganze retour stellt. Ursprüngliche Einstellung muss wieder hergestellt werden. Nun, in diesem ganzen Prozedere erscheint also jetzt Luther am 17. April 1521 in Worms vor diesem Reichstag. So, hier haben wir das Gemälde dazu. Da steht er. Vor ihm ein Tisch aufgebaut mit vielen Büchern, nicht als Dekoration, sondern es sind all die Bücher und Schriften, die Luther inzwischen verfasst hat. Und das ist eine Menge. Denn in diesem Zeitfenster zwischen Kaiserwahl und Eintreffen des Kaisers, wo da 1,5 Jahre vergangen sind, hat Luther geschrieben wie ein Besessener. Ein Buch nach dem anderen ist erschienen. Alle wichtigen Gedanken, die in seinem Kopf waren, hat er in diesen Jahren verfasst. Und diese Bücher sind die Kernbücher, wenn man das heute so betrachtet, und von einer unwahrscheinlichen Qualität. Nun, jetzt wird er gefragt, erkennt er diese Bücher als die seinen? Nun ja, das kann er schnell beurteilen, dass das von ihm ist. Und so kommt es dazu, dass das einmal klar ist. Nächste Frage, ist er nun bereit, sie zu widerrufen? Das ist nun wieder etwas ganz anderes. Und als Luther hier vor den 200 Mächtigsten steht, äußert er eine Bitte. Ich erbitte Bedenkzeit. Also da hat wohl jeder den Atem angehalten. Ich meine, seit Monaten weiß er, wozu er da eingeladen wird, um nämlich wieder zurückzurudern. Und dann erbittet er sich Bedenkzeit, als er dort vor den Mächtigsten steht. Also da denkt man sich ja, den Mut muss er mal haben. Und das Seltsame geschieht, diese Bedenkzeit wird Luther gewährt. Er kriegt 24 Stunden. Aber das sind Stunden. Da ist eine Nacht dazwischen. Und jetzt stelle man sich das einmal vor. Jetzt weiß er, wie das ist. Nicht? Er ist schon vor diesem Gremium gestanden. Er hat jetzt schon erlebt, wie dieser Saal ausschaut, wer die sind, die ihm da gegenüberstehen. Er hat schon einen Blick vom Kaiser erhascht und vom Gesandten des Papstes und all der anderen mächtigen Fürsten. Was jetzt? Er weiß genau, er hat die Chance, wenn er widerruft, überlebt er. Widerruft er nicht, überlebt er nicht. Es ist also etwas, was unmittelbar mit Leben und Tod zusammenhängt. Und jetzt die letzte Nacht davor. Dein Wort, du sagst, ja, ich widerrufe, nein, ich widerrufe nicht, entscheidet darüber, ob du lebst oder nicht. Wenn jeder normale Mensch würde sagen, ja, dann widerrufe ich, damit ich überlebe. Aber Martin Luther hat gerungen um Vergebung. Und dann ist ihm das aufgegangen. Da hat einer für mich geblutet. Da hat einer alles für mich getan. Der hat das Kreuz getragen für mich. Er hat alles gegeben, was er geben konnte, um mein Leben zu retten. Aufgrund dessen kann er nicht einfach so über das Ganze hinweggehen. Ein Heiland ging zur Schädelstätte. Da waren schon viele umgebracht worden. Der ist gestorben, wurde begraben, ist auferstanden. Dieses Ereignis hat sich in Luther tief eingebrannt. Er sah darin die Liebe Gottes, die Liebe des Sohnes Gottes zu uns Menschen. Und er hat verstanden,
dieser Martin Luther, so werden mir die Sünden vergeben. Und nur so. Es ist nicht Ablass. Es ist nicht Geld zahlen an die Kirche. Es gibt nur einen Weg. Wenn wir unsere Sünde bekennen, bereuen und um Vergebung bitten, dann wird uns das gewährt. Aus Gnade. Aufgrund des Opfers Jesu. So, und das soll er jetzt widerrufen. Das soll er leugnen. Soll er jetzt wieder sagen, es ist der Ablass und nur der reine Ablass und macht fröhlich so weiter. Das packt er mit seinem Gewissen nicht. Das kann er nicht machen. Ja, aber sonst stirbt er. Und dieser Zwiespalt, ich meine, da geht es ja nicht nur darum, ob du jetzt noch angesehen wirst oder ob du verspottet wirst. Das wäre ja schon genug der Unehre. Es geht um sein Leben. Luther ist 37 Jahre alt. Er steht ja noch nicht am Rand des Grabes. Und er weiß, jetzt ist er aus. Sie haben andere vor ihm verbrannt. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Er weiß, wem er da gegenübersteht. Er weiß, was das für Leute sind. Und was jetzt? Und in diesem Dilemma steckt er jetzt. Und er betet und ringt. Er hat schreckliche Angst. Nicht vor dem Stern. Er hat Angst, umzufallen. Dass der Körper nicht mitmacht und dass dieser Körper ihm einen Streich spielt, weil der Körper sagt, ich will nicht sterben. Also sag ja, ich widerrufe. Und das ist ein Kampf. Und das geht's. Aber schließlich in den Morgenstunden kriegt er Frieden. Und als er dann vor den Mächtigen steht, ist er ganz gelassen. Und hat innerlich abgeschlossen, sie werden ihn töten, das weiß er. Aber dieses, sie werden ihn töten, ist etwas, was ihn nicht mehr so berührt. Denn er weiß, er wird mich auferwecken. Und das ist der Blick in Luthers Augen. Betrachten wir diesen Blick. Der Künstler hat für diesen Blick lang gemalt. Eine ganze Woche. Er hatte schon ein anderes Gesicht. Er hat das wieder überpinselt. Bis diese Augen entstanden sind. Einerseits eine demutsvolle Haltung, gleichzeitig felsenfest, aber so ein verklärter Blick, er weiß, jetzt ist es dann aus, sie töten mich und trotzdem, ich werde auferstehen, ich werde leben. So wie Jesus auferstanden ist, wird er auch mich aus dem Grabe auferwecken, wenn ich ihm treu bleibe. Darum steht er fest dazu, nicht zu widerrufen, nicht zurückzurudern, nicht den Ablass wieder in die Höhe zu heben, wo er doch 95 Thesen dagegen geschrieben hat. Und dieser Blick, eigentlich ein ferner Blick, er schaut schon ganz woanders hin. Er hat hier mehr oder weniger abgeschlossen mit allem. Er schaut schon in die ferne Zukunft, wenn er bei seinem Herrn sein wird, für immer und ewig. Er nimmt gar nicht mehr richtig wahr, was hier geschieht. Wenn er nur seinem Herrn treu ist, den er bald sehen wird. Das ist so sein Zukunftsaspekt. Und so steht er da. Am 18. April 1521. Und wieder die Frage, erkennt er diese Bücher als die seinen? Ja. Ist er bereit, diese Bücher zu widerrufen? Jetzt ist Stille im Saal. Und jetzt fängt Luther an, weiter auszuholen. Er wird unterbrochen. Ja oder nein, soll er nur sagen. Luther holt weiter aus. Ja oder nein, wird ihm wieder klargemacht. Luther holt weiter aus. Irgendwann lässt man ihn. Und er redet eine ganze Stunde. Und er gliedert seine Verteidigungsrede, der weiß, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich reden darf, in drei Teile. Er sagt, ein Teil meiner Bücher widmet sich den Missbräuchen in der römisch-katholischen Kirche. Das ist sowas von
schreckenerregend, was da alles abläuft. Und das weiß jeder. Soll ich dagegen jetzt was sagen? Meine Gegner haben das Gleiche geschrieben, dass so nicht weitergeht, wenn die Priester bei den Huren sind und wenn nur gegen Geld Sünden vergeben werden. Soll ich das widerrufen? Was doch jeder weiß, was hier Sitte und Praxis ist unter den Geistlichen? Also das kann ich nicht widerrufen, denn jeder weiß darüber Bescheid. Das Erste. Das Zweite, ich habe über Lehren geschrieben, die Rom nicht mit der Bibel belegen kann. Das heißt, die römisch-katholische Kirche hat Lehren entwickelt, die nicht mit dem Worte Gottes in Einklang sind. Die sind also so. Ja, was soll ich da sagen? Soll ich widerrufen und sagen, sie sind im Einklang? Wenn sie nicht im Einklang sind? Das kann ja jeder nachprüfen. Das sagt Gottes Wort, das lehrt die Kirche, die römisch-katholische. Ja, das ist ja meilenweit voneinander entfernt. Wie soll ich das widerrufen? Es deckt sich ja nicht. Dann würde ich ja sagen, die Bibel lügt. Gott lügt. Also kann ich nicht diese widerrufen. Dann kommt er zum dritten Teil und sagt, in meiner Argumentationslinie habe ich manchmal ein wenig übers Ziel hinausgeschossen und habe Kritiker heftig angegriffen. Eigentlich heftiger, als es mir zustand. Und habe mitunter zu Worten Zuflucht genommen, die ich besser nicht hätte verwenden sollen. Das widerrufe ich. Das nehme ich zurück. Aber in der Sache nehme ich nichts zurück. Nur in der Art und Weise, wie ich es formuliert habe, wie ich Kritiker von mir angegriffen habe. Aber ich kann nicht jetzt sagen, die hätten recht gehabt. Ich hätte es nur sanfter formulieren sollen. So die drei Punkte hat er gehabt in seiner einstündigen Rede. Er hat auf Latein gesprochen. Das heißt zuerst auf Deutsch und jetzt sollte er das auf Latein wiederholen, damit der Kaiser auch entsprechende Informationen bekommt, denn der konnte ja noch nicht Deutsch. Und in dieser Sache verhält sich es also so, dass er noch einmal eine Stunde spricht, weil er muss seine Rede wiederholen, in anderer Sprache. Und dann wird er gefragt. Ja, das war noch immer nicht die Antwort auf unsere Frage. Widerruft er jetzt seine Bücher oder widerruft er es nicht? Tja, wie ist das jetzt? Und jetzt fasst Luther zusammen und sagt, wenn ich nicht durch klare Vernunftgründe vom Gegenteil überzeugt werde und durch das Wort Gottes, kann ich nicht und will ich nicht widerrufen. Da wird es still. Und dann wendet er sich an den Höchsten. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Er wendet sich schutzsuchend an den Höchsten. Der Einzige, der jetzt an seiner Seite ist. Denn die Adeligen sind gegen ihn, weil die sind für Machterhalt. Und Staat und Kirche, die arbeiten hier zusammen. Da geht ein Raunen durch die Menge. Denn man hat ihm ja schon klar gemacht, wenn du nicht widerrufst, bist du. Und er hat jetzt sein Todesurteil unterzeichnet. Ja, was jetzt? Er wird hinausgeschickt. Dann beraten die. Ja, was machen wir jetzt? Ja, umbringen. Ja, klar. Die Asche soll sein, der Rhein soll seine Asche aufnehmen. So wird gerufen. Er soll verbrannt werden wie vor 100 Jahren Jan Hus. Aber der Kaiser sagt, der Karl V., ich will nicht wie vor 100 Jahren. Kaiser Sigismund ist damals errötet und ich will nicht so erröten wie der. Ich habe ihm ja freies Geleit zugesichert. Na, wir müssen eine andere Lösung finden. Ihn beseitigen, aber nicht, dass der Kaiser die Schuld dabei hat. Und letztlich, was kommt raus? Sie laden ihn noch einmal vor, der wird noch einmal hereingeholt.
Er bekommt eine zweite Chance. Und sie erklären ihm das. Sie sagen ihm, dass ihm offensichtlich nicht bewusst ist, dass er dann tot ist. Stirbt. Aus. Und das erklären sie ihm noch einmal mit Nachdruck. Also wenn du jetzt nicht wieder rufst, dann bist du tot. Also du kriegst noch einmal eine Chance. Und Luther bleibt bei seinem Nicht-Widerruf. Er rudert nicht zurück. Nun, das hat die Menge sehr erstaunt. Sehr erstaunt. Geht in seine Herberge und dann wird er besucht. Tagelang. Von Gegnern wie Freunden, die er mittlerweile da gewonnen hat. Und alle miteinander wollen das Gleiche von ihm. Die Gegner sagen, wenn du nicht zustimmst, wir bringen dich um. Und die Freunde sagen, stimm doch zu, sonst wirst du umgebracht. Also beide sagen, Widerruf, ob Freund oder Feind. Es hilft nicht. Keiner kann ihn mehr abbringen von seiner Linie. Er hat Frieden gefunden mit seinem Herrn und Meister. Das, was er aus dem Evangelium erkannt hat. Er hat ja dreimal den Satz gehört, der Gerechte wird aus Glauben leben, aus Vertrauen zu dem, der sich für uns geopfert hat. Und aufgrund dessen, er kann nicht mehr zurück. Und dann beschließt der Reichstag, ihn zu ächten. Das ist das Gegenteil von jemand Achtung gegenüber zu erweisen. Und zwar sieht das so aus, Luther kann, sobald er Wittenberg erreicht hat, von jedermann getötet werden, straffrei. Er wird vogelfrei erklärt. Frei wie ein Vogel, den kann auch jeder abknallen. Und das passiert ihm nichts. Damals zumindest. Luther ist also in der Rolle eines Geächteten, der zum Abschuss freigegeben ist. Und das ist etwas, wenn man sich da hineinversetzt, was das für ein psychischer Druck ist. Jeder kann auf dich losgehen und keiner schützt dich. Du bist schutzlos der Masse preisgegeben. Was das bedeutet. Und dann macht er sich auf den Heimweg. Aber das behandeln wir dann in einem anderen Teil, was dann auf diesem Heimweg passiert ist. Aber was ist jetzt noch passiert? Bei diesem Reichstag zu Worms, hier am Rhein, waren ja auch Herrscher anderer Staaten zugegen. Zum Beispiel der König von Dänemark. Und Dänemark war damals mit Norwegen ein Staat. Nun, in diesem Dänemark hat man sich also auch Gedanken gemacht, warum man den König schickt, dass er also den neuen Kaiser kennenlernt. Ist ja immerhin das Nachbarland. Und dieser Dänenkönig hat einen jugendlichen Prinzen mit, einen Begleiter, seinen jungen Mann. Und beide kommen zurück, der König wie sein Begleiter, dieser Prinz, und berichten, was bei diesem Reichstag in Worms war. Ja, und jeder hat halt einiges zu erzählen. Den Adeligen in Dänemark und Norwegen. Und siehe da, bei dem Bericht stellt sich heraus, dass der junge Mann, dieser Prinz, begeistert von Luther erzählt. Was er da gehört hat. Und der ist völlig aus dem Häuschen. Und der redet mit so einer Begeisterung über das Evangelium, was er da erkannt hat, über Sündenvergebung, dass das nicht mit Ablass geschieht, sondern durch das Blut Jesu. Und dahin müssen wir uns wenden. Es geht nicht um Geld, es geht um Reue, es geht um Gnade und diese Dinge. Und der junge Mann ist so ergriffen und man spürt seine Freude und seine Erleichterung und keine Angst mehr vor dem jüngsten Gericht und wir werden auferstehen. Und der sprudelt nur so. Also Luther hätte das nicht besser machen können. Und die Adeligen, die das so hören, sind verblüfft und merken, das ist ja was Gutes, die Sache mit Luther. Der König, der steht der Sache mehr reserviert gegenüber.
Daraufhin setzen die Adeligen den König von Dänemark-Norwegen ab und wählen einen neuen König. Und wen? Den jungen Prinzen, der so begeistert von der neuen Lehre erzählt hat, die er da gehört hat. Der wird jetzt König. Faszinierend. Und in diesem Programm war auch mit dabei von Luther, dass er Luther auch klargemacht hat, liefert doch nicht weiter eure Gelder nach Rom. Behaltet dieses Geld im Lande. Baut Schulen damit, stellt Lehrer an, dass unser Volk in die Höhe kommt, dass die Jungen Bildung erfahren. Nehmt das Geld für Armenhäuser, dass die nicht am Verhungern sind. Kümmert euch um die sozial Schwachen und solche Dinge, was heute selbstverständlich ist. Gebt das Geld nicht nach Rom, nehmt es für etwas im Lande, dass es im Lande bleibt. Und das wird jetzt in Dänemark, Norwegen so umgesetzt. Die Nachbarn, die Schweden, damals war Schweden und Finnland verbunden, ein Staat in Personalunion. Dieser König von Schweden, als der mit seinen Adeligen beisammensitzt, haben die mitbekommen, Dänemark, Norwegen, blüht auf. Dieses Staatsgebilde, dem ging es noch nie so gut. Ja, dann bohren die nach. Was ist der Grund? Weshalb? Was ist jetzt los? Und dann wird das Evangelium erklärt. Und die Gelder bleiben jetzt im Lande. Wir bauen Schulen, wir bauen Armenhäuser und so fort. Was beschließt der Reichstag in Schweden? Sie springen auch auf den Reformationszug auf. Und so wird der ganze Norden, das skandinavische Bereich Europas, protestantisch. Das gehörte damals auch zu Schweden, Estland. Und Ostpreußen zum Gebiet, dann von Deutschland später dazu, durch die Preußen. Jetzt hat alles, was hier so orange-braun ist, den lutherischen, evangelischen Glauben angenommen. Und was so strichliert ist, da war es so bunt gemischt. Da gab es das und das. Und alles, was gelb ist, wie in den Niederlanden, in der Schweiz, in Schottland, in Ungarn, Siebenbürgen, auch den evangelischen Glauben nach Schweizer Prägung, nach Zwingli und Calvin, deutschsprachige, französischsprachige Schweiz. In Frankreich war es lange Zeit unentschieden, bis es dann rein blau eingefärbt wurde. Blau steht für römisch-katholisch. Grün, Oliv, Moslems, die Türken, braun, Anglikaner. Jetzt sehen wir hier ungefähr 100 Jahre nach Luthers Tod die religiöse Landschaft in Europa. Der Norden, von der Mitte ausgehend, evangelisch, der Süden, römisch-katholisch, beziehungsweise hier in Griechenland, griechisch-orthodox. England, anglikanisch. Und jetzt gehen wir in unsere Zeit. September 2008, große Bankenkrise. Danach wurden diese Ratingagenturen sehr berühmt. Das waren so Wirtschaftsbeobachter aus den USA und die haben so Bewertungen abgegeben über Staaten, über deren Bonität, das heißt, wie stark die wirtschaftlich sind. Und da gab es unterschiedliche Ansichten, ob das AAA ist oder BBB oder BBC oder CCC. Und je schlechter du da von den Buchstaben gereiht warst, desto höhere Zinsen musste so ein Staat bezahlen auf den Finanzmärkten, auf den internationalen, um Geld zu bekommen. Also je besser deine Bonität, desto günstiger die Zinsesrate. Und da hat sich jetzt eins gezeigt. Wer kam in Europa ins Trudeln? Wer wurde schlecht beurteilt von diesen Ratingagenturen? Irland, Belgien, Frankreich, Spanien,
Portugal, Italien, Griechenland. Wer bekam A, A, A? Schweiz, Niederlande, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland. Was fehlt uns da? Die Staaten, die vor 500 Jahren dieses reformatorische Gedankengut angenommen haben und nicht mehr weiter rumgefüttert haben, sondern die Gelder im eigenen Land gelassen haben, damit die Jungen Bildung bekommen, damit die Armen versorgt werden, damit Krankenhäuser gebaut werden. Die Staaten haben sich wirtschaftlich 500 Jahre lang ganz anders entwickelt als die Staaten, die weiterhin treu der römischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche gegenüber waren. Schon eigenartig. Das heißt, der Segen der Reformation hat sich ausgewirkt. Und ganz aktuell, wenn wir uns jetzt die Lage in Großbritannien anschauen, da gibt es ja den sogenannten Brexit, nicht? Die sind ja jetzt ausgestiegen aus der EU. Und wer möchte sich jetzt aus diesem großen Britannien verabschieden, um weiterhin bei der EU zu bleiben? Schottland. Das hat einen Grund. Weil hier zur Zeit der Reformation etwas anderes gelaufen ist als hier. Die Wurzeln für heutige Ereignisse liegen oft in der Vergangenheit. Sie wollen weg, damit sie weg von Großbritannien, damit sie als eigener Staat gelten, die Schotten, und dadurch weiterhin sich zur Europäischen Union bekennen können, um da dabei bleiben zu können. Und es kann sein, wenn es hier eine Abstimmung gibt, dass wir in kurzer Zeit dort sein werden. Es ist also eine Spannung, die da drinnen liegt, was sich in der Geschichte abspielt. Das, was damals geschehen ist, hat Auswirkungen bis heute. So, jetzt zurück zu Luthers Heimmarsch von Worms nach Wittenberg. Er geht also in diese Richtung hinauf. Da kommt er in dieses Gebiet und dann gehen seine Freunde weiter und er sagt, ich habe noch etwas vor. Ich will meine Oma besuchen. Die wohnt in der Gegend. Er ist ja als vogelfrei erklärt worden. Er wird bald tot sein. Er will noch bei der Oma vorbeischauen. Aber dazu kam es nicht mehr. Das erfahren wir im nächsten Teil.